So Leute, Speckner Arms. Da gibt es dann noch relativ viel zu zeigen. Und ihr habt vielleicht schon, oder Leute, die unseren Shop sich ständig angucken, haben wahrscheinlich schon bemerkt, dass wir an Core-Modellen ganz stark nachgerüstet haben und auch einige Edge-Modelle, die wir jetzt alle lagern führen. Auch lagernd ist das Einstiegsmodell, was ich jetzt hier mal zeigen will, aus der Core-Serie. Das ist ein normaler Karabiner, und zwar die SA-1002. Die packen wir jetzt mal aus. Wir haben ja hier wieder Rock River Arms. Das sind ja die Markings der Core-Serie. Und Karton kennen wir inzwischen auch schon. Wir machen den einfach mal auf. Die Core-Serie kommt ja immer mit einem User-Manual. Also im Prinzip hier relativ schön gemacht, ne? Alles erklärt. Kann man einfach mal durchgehen. Da sind ja immer solche schönen Aufkleber bei. Finde ich auch ganz gut gemacht. Und eben im Prospekt kann man sich an die Wand hängen. Da sind halt relativ viele Modelle drin gezeigt. Dann haben wir ein Hi-Cat-Magazin. Wir haben einen 9,6 Volt Nimha Akku mit 1100 mAh. Kann man ja geteilter Meinung drüber sein. Wie gesagt, man kann damit mal spielen, wenn die neu kommen. Also wir empfehlen auf jeden Fall LiPo. 7,4 Volt, mindestens 1100 mA würde ich hierfür empfehlen. Und ein ganz einfaches Ladegerät. Immerhin hat es eine LED. Aber wie gesagt, würden wir auch natürlich dann dementsprechend mit dem Akku weglegen und nicht benutzen. So, dann haben wir die Waffe selber. Wie schon gesagt, wir haben einen klassischen Karabiner. Darf man nicht unterschätzen, das ist ein Kurzkarabiner und die werden zum Beispiel ganz viel von Seals und so weiter benutzt bei den Streitkräften und weil sie eben so kompakt von der Bauweise her sind. Ich kann hier oben, habe ich einen Tragegriff, auch der ist Polymer. Da oben ist eine Zieleinrichtung drauf. Hier haben wir eine Kimme, die kann ich verstellen. Aber wir haben hier, ich kann hier hinten verstellen, hier vorne, das kann ich nicht verstellen. Oder nur leider, ich kann es hochdrehen. Ist aber alles fest, ich kann es nicht abmachen. So, ist Metall, hier Flashhider, Außenlauf, ist Metall. Dann haben wir hier hinten einen Polymer-Schaft, wir haben einen Polymer-Body. Den Forward-Knob-Assist, auch ohne Funktion. Vom Body her, wie gesagt, sie hat einen schönen Griff. Und der Body ist auch jetzt nicht so mega kratzempfindlich, finden wir, für einen Kunststoff-Body. Aber wie gesagt, ist eine Einstiegswaffe, liegt bei uns im Shop unter 140 Euro. Ich denke mal, damit ist alles gesagt. Hat aber die gute Speckner Arms Gearbox drin. Hier ist das Hop-Up, haben wir auch schon modernes im Drum-Design. Also kann man auch nicht viel verkehrt machen. Der Charging-Handle ist auch aus Metall. Das läuft auch alles ganz sauber. Hier kann ich halt die Visierung verstellen. Links und rechts. Also, wie gesagt, sehr gut verarbeitet. Hier kann ich halt über diesen Ring, kann ich ja die beiden Vorderstücke lösen. Da gibt es auch Risssysteme für, haben wir auch im Shop. Kann man auch mal reingucken. Aber ich finde, das ist halt der Klassiker. Wir werden die gleich noch ein bisschen aufhübschen, bevor wir die schießen. Und ich die dann auch noch mal zeigen. So, technische Daten. Sie ist im eingeschobenen Zustand 695 mm. Im voll ausgezogenen Zustand ist sie 780. Vom Gewicht her 2250, also jetzt nicht so nicht so leicht. Ne? Man denkt ja mal, so ein Plastik ist halt, ne, relativ leicht, aber wir haben hier einen ganz guten Polymer-Body und die ist wirklich gut gemacht. So, wie gesagt, wir haben mit Speckner Arms jetzt ja schon einige Sachen gemacht und wir stellen immer wieder fest, die Schussergebnisse von diesen Gewehren sind gut. Und auch die Internals sind gut. Wir werden dazu auch nochmal ein Video machen hierzu. Und zwar werde ich hier die Gearbox auch mal aufmachen für euch im Video später. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal einen Schusstest. So, wir haben jetzt hier mal ein bisschen, ne, mit unseren Anbauteilen versehen. Ne? Sieht doch direkt ganz anders aus, ne? Was man aus einem Standard-Karabiner machen kann.
Ne, wir haben hier diesen Highriser Red Dot drauf und vorne eben auch einen Fast Detach Silencer dran. Also so sieht sie eigentlich aus. Wir haben ja ein paar Fotos auch bei uns im Shop. So sieht sie eigentlich aus, wenn sie von den entsprechenden Kräften benutzt wird. So, dann wollten wir jetzt hier nochmal kurz zeigen. Ne? Klar, Feed ist natürlich einwandfrei, ist klar, ist das Originalmagazin. Jetzt wollten wir einfach nochmal zeigen, was wir hier noch so haben. Also zum Beispiel, hier haben wir das klassische Amoeba-Magazin, wo wir immer sagen, es gibt also wirklich kaum eine Waffe, wo wir jetzt festgestellt haben, dass das nicht passt. Dann habe ich hier noch ein Ditec. Das sind für mich, also vom Sitzen her, sind das mit die besten Magazine, finde ich, die ich kenne. Und sitzt halt einwandfrei hier drin. Ihr seht, hier oben ist auch ein Nachschieber drin, also da bleibt auch keine BB drin. Ne, also die sitzt einwandfrei. Dann haben wir hier ein G&G High Cap. Passt einwandfrei. Und dann haben wir hier noch ein Evolution High Cap. Passt einwandfrei. Ja, also diverse Magazine passen eigentlich bei den Speckner Amtswaffen immer sehr gut. Wir fanden die jetzt auch vom Schussbild her ganz gut. Könnt ihr ja nachher auf der Scheibe sehen im Video. Und ich werde die halt mal öffnen und werde euch die dann nochmal innerhalb des Videos dann nochmal von der Gearbox her zeigen. So Freunde, dann will ich euch jetzt mal kurz zeigen, wie die Speckner Arms Gearbox von innen aussieht, hatte ich im Video ja schon angekündigt. Dafür lösen wir als erstes hier alle Schrauben mit dem Kreuzschraubenzieher von der Gearbox. Die Feder habe ich hinten schon entfernt. Da es sich hier noch um ein Geschmacksmuster handelt, hat es noch die Federschnellwechsel. Funktion, die würden wir natürlich verkleben, wenn wir das Gewehr verschicken, da es sich ja um eine 05er handelt und somit nach Gesetz das außer Betrieb sein muss, beziehungsweise nicht mit handelsüblichen Werkzeug zurück in Funktion gebracht werden darf. So. Hier mal gucken, am besten wirklich gucken, dass der Kreuzschraubenzieher passt. Weil wenn man hier ein paar Mal das gemacht hat oder zu oft abrutscht, dann sind die Schrauben hin. Ich meine, es gibt auch Schraubensets dafür, haben wir auch im Shop. Aber ist ja nicht nötig. Ne? Deswegen immer hier lieber gucken, dass es einmal richtig rastet. So. Kleiner Tipp nochmal, wenn ihr eine Gearbox öffnet ohne Federschnellwechselsystem, dann geht ihr am besten hier hinten mit einem Schraubenzieher rein, drückt die Feder nach vorne und haltet hier erstmal die Hand drauf. So, und dann kann man das nach hier oben öffnen. So, wir machen die jetzt einfach mal auf hier. So, wir haben also hier von der Gearbox Shell, ihr seht das, die ist hier im unteren Bereich verstärkt. Das ist eine Reinforced Gearbox. Wir haben hier 8 mm Stahllauflager drin. Und das ist eigentlich schon eine ganz gute Qualität. Die sind jetzt auch nicht rausgefallen. Die sitzen also auch fest hier drin. Lassen sich also nicht so einfach rausdrücken. Das ist schon mal gut. Bei manchen fallen die einfach so raus. So, und dann haben wir jetzt hier eine ganz normale Standard V2-Verkabelung. Wir haben auch eine Standard V2-Switch hier drin. Wir haben ein Stahlgear-Set drin. Und wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, von Speckner Arms sind die eigentlich ganz ordentlich. Dann ne, hier das Bevel-Gear sitzt eigentlich auch stramm drin. Manchmal fällt das nämlich immer, das ist immer das Erste, was schnell rausfällt. Dann haben wir hier vorne die Tepperplate drin sitzen, ist eine Kunststoff-Tepperplate. Ich löse jetzt mal hier vorne die Feder, dann können wir die mal rausnehmen. So, also die nehmen wir mal hier raus. Wir haben hier eine ganz normale Nozzle ohne O-Ring, Kunststoff, läuft auch sehr sauber. Dann haben wir hier vorne einen, oder fangen wir hinten an. Wir haben hier einen Kunststoffpisten, der hat allerdings hier, kann man wunderbar sehen, eine Vollzahnreihe in Stahl. Wir haben hier vorne einen O-Ring drin, der sitzt ja immer, die sitzen ja immer recht locker hier drin. Und einen ventilierten Pistenhead, aber allerdings aus Kunststoff. Dann haben wir hier einen Aluminiumzylinder und einen Zylinderhead auch aus Kunststoff. Ich ziehe den mal gerade. Ah, der sitzt stramm drin. Also dürfte der vermutlich... der sitzt ganz gut. Ich nehme an, da sind zwei Dichtringe drin. Ich hatte das bei einer anderen Box auch schon mal. Da sind also zwei übereinanderliegende Dichtringe drin. Ne? Ansonsten von der Verarbeitung her
Wie gesagt, ist das hier eigentlich ein schönes Ding. Ich denke mal, auch mit der Gearbox, die hält also auch mit Sicherheit, würde höhere Federn aushalten, wenn sie dürfte. Und ansonsten, wir haben hier noch die Feder drin. Wir haben hier einen Kunststoff-Pisten-Guide hinten mit Metallkopf, aber ansonsten der ist Kunststoff. Dann habe ich hier noch mal den Messinglauf rausgeholt. Und hier haben wir halt das Hop-Up im Drum-Design. Ist eigentlich auch Standard inzwischen bei Speckner Arms, diese Hop-Up-Kammer. Und auch da gibt es nichts zu meckern vom Schussergebnis. Ihr habt es ja im Video gesehen, ist die wirklich ganz gut. Und dementsprechend wirklich sehr gut zu gebrauchen. Ja, das soll es jetzt mal von hier gewesen sein. Jetzt setze ich das Ding wieder zusammen. Und ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen.